Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Stereo Trader Helpdesk, natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Höger persönlich. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend zum Helpdesk begrüßen. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich sehe schon, da kommen schon die ersten Fragen rein. Der Dirk ist auch schon ganz heiß und freut sich schon, Antworten auf die ganzen Fragen zu geben. Von daher will ich gar nicht lang drum rumreden und direkt einmal, wir kennen es alle, zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie jetzt nichts, wenn der Dirk gleich testweise eventuell irgendwas zeigen sollte. Das Ganze als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen, ganz gleich, was der Dirk gleich eventuell zeigen könnte. Ja, das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Und von daher würde ich sagen, Dirk, ich gebe dir mal eben den Bildschirm. So, so, so. So, mal gucken, ob ich den richtigen finde. Aber für gewöhnlich ist das ja die Nummer 2 bei mir. So. So, wenn man also das schöne Köln im Hintergrund sieht und ein ausnahmsweise gelungenes Bild von mir, und dann sind wir hier auf jeden Fall richtig. Okay, so, dann sage ich auch mal hallo und herzlich willkommen hier heute zum Helpdesk-Webinar. Ich habe gerade dem Florian noch geschrieben, dass mir die Mails nicht alle vorliegen, beziehungsweise deswegen müssen wir das hier gleich kurz durchgehen, die Sachen, die per Mail geschickt wurden. Und ich hoffe, wir machen das so gut, wie es geht. Und wie der Florian auch schon gesagt hat, also wenn ihr Fragen habt, bitte rein damit. Und alles, was rechtzeitig da ist, werden wir auch durchkriegen. Überziehen werde ich heute nicht können. Da macht mir so ein bisschen die Zeitplanung einen Strich durch die Rechnung, aber das muss ja auch nicht sein. Wir sollten auch in der Regel eigentlich durchkommen mit dem, was wir dann haben. So, womit fangen wir denn an, Florian? Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz oben erstmal im Chat an. Wir haben nicht so viele Anfragen per Mail reingekriegt, nur eine. Die würde ich gleich einfach zwischenschieben. Okay. Aber wir fangen erstmal hier mit 17:58 mit der ersten an. Okay, also ich muss hier mal ein bisschen scrollen, deswegen dauert das mal ein bisschen, bis ich die Antwort dann auch tatsächlich gesehen habe. Also es kommt beim Profilwechsel immer wieder vor, dass ich das gewünschte Layout, Chart, Pop und Panel Rest, das vermutliche Default beim Starten vom ST ändert, obwohl das Profil vorher abgespeichert habe. Also mit Profil ist ja höchstwahrscheinlich gemeint, wenn man sowas hier macht, ne? Also das heißt im MetaTrader Profilwechsel. Ja, also dann hier, wo man dann umschalten kann zwischen abgelegten Profilen, wie bei mir ist jetzt hier zum Beispiel das Profil, wo ich halt meinen Blog drüber mache, beziehungsweise halt den Live-Chart und dann halt eben zurückgeht auf ein anderes Profil. Ich nehme jetzt mal hier einfach wieder das Default. Und die Frage zielt, soweit ich es richtig verstanden habe, darauf ab, dass sich das Layout verändert. So, das kann ich ja mal gucken, ob ich das hier nachvollziehen kann. Also, weil ich habe halt eigentlich immer dieses Layout, was man gerade sieht. Also hier das Rust. Und von daher taucht das jetzt natürlich dann jetzt auch so auch nicht auf, erstmal das Problem. So, aber das zielt ja darauf ab, dass da halt irgendwie gesagt wird, das ist dann halt irgendwie ein anderes. So, mal gucken, ob das so stimmt. Jetzt müsste ja Default ja, also unter dem Profile Default das Ganze abspeichern. Ich gehe mal in den Blog. Dort haben wir dann natürlich jetzt wieder das normale Profil. Und gehen wir nochmal zurück. Wenn dem so sein sollte, wäre das ein Confirmed Bug. Ist es aber hier jetzt erstmal nicht, ne? Also hier ist jetzt auf jeden Fall genau das nicht passiert, was jetzt gerade beschrieben wurde. Von daher, gute Frage, warum? Es könnte allerdings sein, wenn man jetzt zum Beispiel, weil es wird ja nicht jeder Chart separat abgespeichert. Wenn ich also jetzt dann zum Beispiel hingehe und mache nochmal irgendwie einen neuen Chart auf, als Beispiel nochmal den Dow, ich habe hier den Mini, mache den nochmal auf, dann habe den zweimal als passiv und dann wird tatsächlich immer nur einer gespeichert. Das heißt, es wird wie gesagt nicht jeder Chart gespeichert, sondern immer nur entweder aktiv oder passiv. Und wenn ich dann natürlich zwei Charts habe, die beide passiv sind, und dann jetzt hier einer, jetzt versuche ich das mal zu provozieren, und jetzt einer hier als Beispiel mit einem anderen Layout, ja, zum Beispiel jetzt hier dieses High Volume, also spielt eigentlich keine Rolle, welche das ist,
Und wenn ich jetzt vor und zurück wechsle, dann ist eins von den beiden verstellt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Würde mich wundern, wenn dem nicht so ist. Ne? Hier halt genau das Gleiche, genau. Das hängt eben damit zusammen, sieht man jetzt ja auch schon, ne? Was wahrscheinlich dann gemeint ist. Das hängt eben damit zusammen. Das wird nicht, der Stereo-Trader weiß nicht, welches Profil irgendwie gerade im Metatrader geladen wurde. Der Stereo-Trader weiß nur, ich hatte das und das Symbol, also hier jetzt US30 Mini für den DAO, das als passiv und das speichert er halt. Ne? So, und das ist genau das Problem, was wir hier natürlich dann sehen. Genau, wenn ich jetzt zurückgehe, ist auch eins falsch, ne? Beziehungsweise oder jetzt dann eben zwei werden umgestellt. Damit hängt das eben zusammen, weil wie gesagt, es wird einfach nicht jeder Chart separat komplett mit allen Einstellungen gespeichert, sondern immer nur pro Instrument, also pro Symbol, in dem Fall US30 Mini und entweder für passiv oder für aktiv. Ne? Und deswegen, das heißt, das ist in dieser Form dann auch tatsächlich nicht zu vermeiden, dass das halt dann hier sich ändert. Das ist, man könnte jetzt sagen, it's not a bug, it's a feature. Ist es eigentlich auch wenn es jetzt dann vielleicht in dem Fall nicht unbedingt gewollt ist, dass das dann halt die Auswirkung hat, aber ja, ist tatsächlich so. Ne? Also man kann nicht etliche speichern, was vielleicht überlege, gehen würde. Nee, geht auch nicht. Nee, ja. Genau, also immer aktiv, genau, und pro Strategie natürlich auch, ne? Das heißt, also wenn ich jetzt hier eine andere Strategie vergeben würde, würde dann zum Beispiel sagen, ja, das Ding heißt jetzt irgendwie, wobei das ja auch dann nur sich auf die aktiven Charts bezieht, nicht auf die passiven. Also wenn ich mehrere aktive Charts habe mit unterschiedlichen Strategien, dann werden die Farben auch mitgespeichert. Das ist richtig. Also brauche ich jetzt hier nicht zu demonstrieren, weil das ist, denke ich mal, eh klar. Also es wird immer, wie gesagt, pro Symbol, pro aktiv oder pro passiv und pro Strategie gespeichert. Aber niemals alle Charts in allen Details. Ja? Okay. Also der Horst Jürgen sagt, genau so. So, 17:58 Uhr. Hallo, mein Button Trades fehlt. Welcher wäre dann erstmal die Frage? Oder fehlt der Trade-Button? Das wäre mal ganz wichtig zu wissen. Also wenn jetzt halt, es gibt ja nur eigentlich einen Button Trades, das ist der in der Statistik. Moment, hier mal kurz zurückschalten. So. Der da. Das ist der einzige Button, der Trades heißt. So, und da sagte der. Der fehlt. Wie, der fehlt? Also der kann eigentlich nicht fehlen. Also beziehungsweise der fehlt dann, wenn der Chart passiv ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf passiver Modus gehe, dann ist der natürlich nicht da. So, da ist ja nichts mit Statistik, aber generell, warum der fehlen sollte? Gute Frage. Also ist es damit beantwortet, Paolo, oder wird nicht angezeigt? Okay. Da bräuchte ich dann, glaube ich, wirklich irgendwie mal einen Screenshot, wie das aussieht, weil das ergibt jetzt irgendwie gerade so keinen Sinn, weil, wie gesagt, der erscheint bei aktiven Charts und erscheint nicht bei passiven Charts. Ansonsten muss der da sein. Kannst ja mal nochmal irgendwie gucken, Paolo. Also, wie gesagt, wenn das nicht so ist, dann wirklich unbedingt mal irgendwie Screenshot an den Support und dann wird man das relativ leicht dann auch nachvollziehen können. Ja. Okay, der Werner schreibt, ich möchte den Vorgänger vom, also ich versuche das mal zu relativieren. Also die Frage zielt wahrscheinlich davon ab, Werner, dass du im Indikatorenfenster irgendwelche Indikatoren hast, die nicht mehr aktiv sind, nicht mehr gebraucht werden und die sollen für alle Zeiten verschwinden. Sehe ich das richtig? Also was man halt grundsätzlich machen kann. Werner, war das richtig? Werner, gucke ich mal, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle dargestellt kriege. Also, wenn man
Okay. Wie gesagt, ich muss das hier so ein bisschen filtern, weil der Werner scheint irgendwie da etwas aufgebracht zu sein. Das machst du aber gut, Dirk. Ja, ne? Ich gebe mir Mühe. Oder ich versuche es zumindest. So, und zwar, also eigentlich sollte reichen, wenn man hier mit Rechtsklick irgendwo draufklickt, ja, und dann halt sagt hier Delete. Wenn das jetzt aber als Beispiel nicht der Fall ist, also grundsätzlich findet man ja die ganzen StereoTrader-Add-ons unter StereoTrader bei Indikatoren, ne? Also hier Indikatoren, und dann halt unter StereoTrader. So, wenn da jetzt irgendwas drin ist, wo man sagt, ich will das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr, und dann reicht halt hier eigentlich ein Rechtsklick und dann sollte das Ding eigentlich dann auch weg sein. Ja? So, ist er nicht. Moment, hier mal runterscrollen. So, hier wäre er jetzt weg. Wenn das aber jetzt als Beispiel nicht der Fall ist, warum auch immer, dann geht man einfach hier über Open Data Folder. Ja, und dann kriegt man ja halt hier die Struktur angezeigt. Dort gibt es dann einen Ordner, der heißt MQL5. Dort gibt es einen Ordner, der heißt Indicators. Dort gibt es einen Ordner, der heißt StereoTrader. Und dann würde man hier als Beispiel dann auf was auch immer man dann halt irgendwie entfernen möchte. Ich muss jetzt noch gucken, ob ich jetzt hier irgendwas Falsches lösche. Und sagt dann halt hier zum Beispiel, den da brauche ich nicht mehr, dann gehe ich halt hier auf Löschen und dann ist das Ding fort. Ja, also so kriegt man es auf jeden Fall weg, wenn man dann jetzt den, beziehungsweise wenn das Ding dann zweimal da ist, einmal als MQ5 und als, genau, das kann natürlich sein, aber dürfte in dem Fall eigentlich nicht sein. Also eigentlich ist es dann als EX5 und MQ5 da. Wenn MQ5 da auch da ist, dann das auch einfach weg. Ja, und dann ist das Ding für alle Zeiten verschwunden, weil was nämlich passieren kann, ist, wenn der jetzt zum Beispiel halt als MQ5 da ist und man startet den MetaTrader neu und macht da halt mal irgendwie ein Update oder so und da geht er gerne mal hin und versucht es halt wieder herzustellen. Aber wie gesagt, wenn man beide löscht, ist auf jeden Fall weg. Gut. So. Wie geht es denn weiter? Wo man die Ordner, was? Der Paulo, wo man die Grid-Order findet. Also generell, jetzt ohne zu tief drauf einzugehen, alles, was unter dem Bereich Grid-Orders zählt, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen und vielleicht hier zum ersten Mal dabei sind, Grid-Orders sind im Endeffekt also Geschichten, Order-Geschichten, die zum Beispiel halt so aussehen. Ne? Das heißt also hier, wie in so einem Gitter angelegt. Geht das hier nicht mehr? Vielleicht habe ich da was Falsches eingestellt, das kann natürlich sein. Das heißt also, alles, was irgendwie so gittermäßig angelegt ist, das bezeichnet man als Grid. Ja, damit kann man sich halt dann verteilt in den Markt ein- oder auskaufen, beziehungsweise halt einkaufen oder verteilt schließen. Das geht mit dem Stereo Trader generell. Mit der strategischen Order. Die heißt hier nur nicht Grid Order, weil die eigentlich so ein bisschen schlauer ist als normale Grid Orders. Und deswegen hat die hier einen eigenen Namen. So, und das heißt, hier gibt es dann verschiedene Settings, die man halt auswählen kann, die sich dann halt in den meisten Fällen zum Beispiel nach der ATR, also der Average True Range, so also der durchschnittlichen Volatilität vom Markt richten. Und hat dann halt hier verschiedene, wie gesagt, Voreinstellungen, die man nutzen kann. Ja, zum Beispiel halt 5-mal ATR würde dann halt bedeuten, wenn ich jetzt hier, wenn ich das Preset ausgewählt habe und klicke dann auf Long, und dann macht er mir hier ein Grid auf, wo die Orders dann alle im Abstand von der ATR dann auseinander halt liegen. Ja, also das ist halt so, dass das Generelle, wie man halt die Dinger überhaupt an den Start kriegt. Und genauso natürlich in Short-Richtung genau das Gleiche, ne? Also je nachdem, was dann halt hier eingestellt ist. Jetzt möchte ich aber, wie gesagt, nicht zu tief auf die strategische Order eingehen. Erstens ist das, auch wenn ich es programmiert habe, aber nicht mehr mein Spezialgebiet. Das können andere besser, wie zum Beispiel der Timo Kosiol, als auch der Frank Eschmann. Die sind da wesentlich tiefer im Thema drin und können da auch viel mehr dazu erzählen. Und die haben auch, also der Timo auf alle Fälle, auch eigene Webinare, aber auch der Frank Eschmann hat da einige Videos auch dazu gemacht, wo recht viel
dazu erzählt wird. Ne? Aber das ist generell das. Das heißt, also wenn man irgendwie sagt, so, okay, ich will halt irgendwie Martingale, ja, das ist halt hier zu Demo-Zwecken halt auch mit drin, kann man halt auch theoretisch damit machen, wenn man das gut findet. Jetzt ohne das empfehlen zu wollen, ja, aber generell gehört auch das zur Abteilung Grid. Ja, so, also wie gesagt, Preset auswählen, Long oder Short und dann kann man auch noch Halten wählen. Das heißt also immer, wenn es zu ist, wird es von selbst nochmal neu gesetzt werden, sobald das halt irgendwie der Trade geschlossen ist, der sich aus dem Grid dann ergeben hat. Das habe ich so auch nicht. Mit der Orderanzeige fehlt auch. Also Paolo, ich weiß nicht, was hast du denn für eine Stereo-Trader-Version, muss ich da mal fragen. Ist das vielleicht, ist die überhaupt von FX Flat? Weil mir klingt, das klingt mir so ein bisschen nach Silver Edition, weil da bin ich mir auch nicht sicher, ob die Trades-Funktion da drin ist und die Grids bzw. strategische Order sind nämlich da auch nicht drin, auf keinen Fall. Ja. Also wenn es die normale Classic Edition von FX Flat ist, ist das alles da. Ja, der Lutz fragt gerade noch, ist in der Forex Pro Edition auch nicht mehr drin? Kommt die wieder? Nein, die kommt nicht wieder. Ja, also das gibt es halt alles nur mit der Standardversion. Aber wie gesagt, ne, Florian, da stimmst du mir wohl zu, glaube ich. Ne? Wenn das irgendwie die normale Version ist, muss das alles da sein. Das ist korrekt. Wenn das die Ja. normale Classic-Version ist, dann sollte die Strat also dann ist die strategische Order drin. Ne, bei Forex Pro ist ja nicht mehr drin. Und das mit den Trades ist bei Standard, also bei Classic auch immer dabei gewesen. Ja, deswegen, das ergibt eigentlich keinen, nicht so wirklich, das wäre die einzige Erklärung, ne? Also wenn jetzt irgendwie die Silver Edition da halt als Beispiel von Digistore gekauft wurde, da ist es nicht drin, ja, aber halt bei der Classic Edition, bei FX Flat ist es auf jeden Fall drin. Genau. Ruf da mal an. Sagst schön groß. Florian und der Hilger, die haben gesagt, du sollst da anrufen. Genau. Dirk, ich würde einmal die Sache mit der Mail einmal zwischenschieben. Ja, gerne. Ist eigentlich nur eine kurze Anfrage. Hattest du schon bestimmt schon mal drüber gesprochen? Einfach nur die Frage, was du zum Backtesting MT5 sagen kannst in Bezug auf eigene EAs oder Indikatoren. Zum Backtesting. Inwiefern zum Backtesting? Also die Frage ist, was können Sie zum Backtesting im MetaTrader 5 beziehungsweise auch im Stereo-Trader für eigene EAs oder Indikatoren sagen? Das ist relativ unspezifisch die Frage, ne? Von daher, was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, wenn man eine Strategie hat, die vernünftig läuft, die man automatisieren kann, dann go for it, ja. Und wobei ich da halt aber immer generell sagen würde, lieber, wie heißt die andere Variante? Fällt es gerade nicht ein. Ich bin, sorry, ich bin so ein bisschen, will nicht sagen durch den Wind, aber ein bisschen abgelenkt gerade. Nicht Backtesting, sondern Strategietester, meinst du? nee, gibt es da noch den anderen Begriff, wenn man halt als Beispiel im Live oder halt im Demo dann was in Echtzeit mitlaufen lässt, dann heißt das nicht mehr Backtesting, dann heißt das, es fällt mir nicht ein. Nee, auch nicht Forward-Testing. Heißt das Forward. Forward-Testing? Ich weiß es tatsächlich nicht, was du gerade Ich suchst. glaube, das hat noch, also war jetzt auch das Erste, was mir da eingefallen wäre, Forward-Testing, aber klingt so einfach. Es macht, weiß nicht, ob das so stimmt. Aber auf jeden Fall Okay. ist auch nicht so wichtig, wie das dann jetzt heißt. Ist aber auf jeden Fall immer eher zu empfehlen als Backtesting. Ja? Also ich meine, Backtesting ist grundsätzlich immer gut, um mal rauszufinden, ob irgendwas überhaupt Sinn machen könnte. Aber wie es mit halt mit allem ist, ne? Alles, was in der Vergangenheit war, muss in der Zukunft nicht so sein. Trotzdem gibt es natürlich dann halt, ist es ja der Grundansatz von jeder Strategie, zu sagen, okay, das ist ein Erfahrungswert, egal ob das jetzt Zuckungen an einem bestimmten Punkt ist, ob das Pattern sind oder halt irgendwelche zeitbasierten Entries, Exits. Ja, das beruht ja immer auf Erfahrung. Erfahrung heißt immer Vergangenheit, heißt eigentlich immer Backtest. Wenn es aber wirklich darum geht, verlässliche Ergebnisse zu kriegen, wenn jetzt zum Beispiel halt vor allen Dingen, wenn eine Strategie irgendwie im Tick operiert. Das heißt also jetzt nicht irgendwie nur mit fertigen Kerzen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Strategie habe, die sagt, naja gut, als Beispiel nehmen wir einfach mal das hier, wenn ich halt irgendwie drei Kerzen habe, die genau so aussehen, ja, eine rote,
dann eine rote, die knapper ist und dann eine blaue oder grüne, wie auch immer, die dann halt über der letzten schließt, dann ist das long. Ja, jetzt nur mal als Beispiel. Also wenn das jetzt so eine Strategie wäre. Und dann ist das halt relativ einfach zu sagen, ja gut, dann gehe ich da rein und zähle bis 5, 1, 2, 3, 4, 5 und nach der fünften Kerze gehe ich raus. So, das ist halt eine Geschichte, die kann man im Backtesting sehr einfach machen, beziehungsweise ziemlich gut testen und auch verlässlich testen, ja, weil da hat man da vielleicht ein bisschen Slippage, ja, halt mal vielleicht irgendwie von einem Punkt oder so oder vielleicht auch mal zwei, aber mehr eben nicht. Kritisch wird es immer dann, wenn man in Scalping reingeht, wenn man also sagt, na gut, wenn ich, um nochmal hier auf das Beispiel zurückzukommen, wenn ich also hier so eine Kerze habe und dann setze ich meinen Entry, ja, es ist rein hypothetisch, ja, mein Entry ist dann halt in der Hälfte von der Kerze und ich gehe dann halt raus nach irgendwie so und so viel Ticks, ja, also wenn ich so eine Bewegung, dann das heißt, ich würde die Eröffnung in dieser, ich hoffe, man kann verstehen, was ich damit meine, also mein Entry wäre quasi hier. Ich kann doch malen. Moment mal. Gucken, ob mein Malwerkzeug funktioniert. Da kann ich hier mal ein bisschen zeichnen. Dann versteht man das bestimmt besser. So, wenn ich also sage, ja, mein Entry bei so einem Bild wäre als Beispiel dann genau da. Ne? So, hier, wo der Pfeil ist. So, das wäre dann mein Entry, weil das ist mein Pattern. Wie gesagt, rein hypothetisch. Und wenn ich dann sage, also nicht, das wäre mein Entry, sondern das ist mein Trigger. Ja. Das heißt, da würde ich dann reingehen, wäre mein Entry dann als Beispiel genau hier in der Hälfte, ja, also hier. So, und ich gehe dann raus in der Bewegung nach irgendwie 10 Ticks oder nach 2 Minuten oder wie auch immer. So, und das würde bedeuten, ich habe einen Trigger, einen Entry und einen Exit in einer Kerze. Beziehungsweise zumindest mal den Entry und den Exit in einer Kerze. Wenn ich das durch einen Backtest jage, ja, also als Beispiel sei es mit dem MetaTrader 4, mit dem Fünfer geht es ja eh nicht so wirklich gut. Wenn ich das durch einen Backtest jage, kriege ich falsche Ergebnisse. Darauf kann man sich verlassen, dass die Ergebnisse falsch sind. Ich weiß, ich hatte auch irgendwann irgendwie so ein EA gebastelt und habe gedacht, das ist ja definitiv der heilige Gral. Das hat halt irgendwie innerhalb von, ich weiß es nicht, einem Jahr oder so aus 1.000 Euro irgendwie 5 Milliarden gemacht. Ja, die Kurve ging nur rauf. Und das liegt aber daran, weil die Modellierung, also in einem Backtest, wird ja das, was man hier als fertige Kerze sieht, ne, oder was sich jetzt hier gerade in dieser aktuellen Kerze bewegt, wird im Backtest ja nur simuliert. Ja, das heißt, die Zuckungen werden halt so Pi mal Daumen. So in etwa laufen normal die Zuckungen, also tun wir mal so, als wäre sie so gelaufen. Das heißt, da kriege ich immer ein falsches Ergebnis. Kann ich mich zu 100% darauf verlassen, dass es nicht stimmt. So, das würde ich auf jeden Fall im Forward-Test machen und würde den ganzen Backtest vergessen. Wenn es aber, wie gesagt, darum geht, eben umgekehrt, dann halt das nämlich, geh weg da, will er nicht, das nämlich halt mein Entry. Wie ich es halt am Anfang gesagt habe, ne, wenn das zum Beispiel dann halt jetzt nach der Kerze wäre jetzt der Kollege hier mein Entry und ich zähle bis irgendwie keine Ahnung wie viel, wenn drei, vier Kerzen mit einem neuen hochkommen, dann ist nach Ende der Kerze, ist das hier mein Exit. So, sowas kann man relativ einfach testen und dann auch sagen, na gut, hier unten ist außerdem dann auch noch mein Stop-Loss an der Stelle. Das ist relativ einfach und auch verlässlich, ne, weil halt Kerze ist Kerze, wenn die fertig ist, ist sie fertig. Da wird ja dann nichts modelliert oder geraten. Also modellieren ist nämlich nichts anderes als raten. Klingt nur besser. Und das ist dann wesentlich verlässlicher. Also das, wenn ich was dazu sagen kann, was halt relativ allgemein und aber eben halt auch aussagekräftig ist, dann das. Ansonsten wäre die Frage jetzt so ein bisschen allgemein gehalten. Also ne, wenn man eine Strategie hat, am besten immer auf irgendwie fertige Kerzen gehen, damit testen und Backtesting als auch Forward und dann sollte da was auch bei rauskommen. Egal, ob es jetzt MetaTrader ist oder irgendwas anderes, beziehungsweise StereoTrader. Und mit dem StereoTrader, gerade was die fertigen Kerzen angeht, gibt es ja halt eine API, mit der man ja auch, glaube ich, recht viel anfangen kann. Und die ja auch sehr komfortabel den Zugriff auf die ganzen Kerzen ja auch ermöglicht. Wesentlich eleganter als nur mit dem MetaTrader. Und da sollte man eigentlich auch relativ schnell zum guten Ergebnis kommen. Zum brauchbaren Ergebnis, sagen wir es mal so. Gut, das war ausführlich genug, oder? Würde So. ich sagen, ja. Jo, ne? Ich auch sagen, bevor es hier zum endlosen Monolog wird. Gut.
So. 18.2, ne? Ah, ne. 18.2, ja. Ich habe ein Thema, das bei anderen Fenstergröße ein grauer Schatten im Vordergrund stehen bleibt. Ein grauer Schatten. Der Stefan, ich glaube, da muss uns nochmal irgendwie helfen. Also grundsätzlich irgendwie, also die Frage ist, ich habe ein Thema im StereoTrader, dass bei anderen, bei Ändern der Fenstergröße ein grauer Schatten im Vordergrund stehen bleibt. An der Stelle, wo das Panel war. Also das brauchen wir, glaube ich, irgendwie reproduzierbar, weil das gibt ja nicht so wirklich Sinn. Und die Frage ist auch, wie lang. Also, sagt mir jetzt leider nichts, Stefan. Das müsstest du, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, sodass man es nachvollziehen kann. Also immer, wie mit allen Fehlern oder beziehungsweise Fehlerbeschreibungen so, dass wir wirklich das so brauchen, dass wir es nachvollziehen können. Ne? Weil wenn es so pauschal gesagt ist, dann ist mein, dann sage ich natürlich, ja, guck, ich ändere das Fenster, es bleibt nichts stehen. Alright. So. Moin, Lutz. So. Hätte da jetzt nochmal zugeschrieben, dass es nicht wegbekommt. Ja, klar, das bringt uns halt jetzt nicht weiter. Ne? Weil wir können, ich weiß halt nicht genau, wie ich vorgehen müsste, um das jetzt irgendwie zu provozieren. So, das hatten wir alles. So, weißt du, wo es weitergeht? Ich klicke mich hier nämlich gerade durch. Dann vielleicht 18.8 vom Lutz die Mail mit dem Fehler. Ja, kann ich jetzt nur leider nicht reingucken, Lutz. Kannst du den vielleicht nochmal kurz hier reinstellen? Wenn ich jetzt hier das Mail-Programm aufmache und dann haben wir einen ziemlich heftigen Data Breach. Das würde ich dem Florian nicht zumuten, mir aber auch nicht unbedingt davon abgesehen. Danke. So. Die Sache mit der Steuer, fragt der Lutz. Also ich hatte letztens in meinem Blog was geschrieben. Eigentlich war ich der Meinung, also das ist da sehr gut beschrieben drin. Es gibt im StereoTrader nämlich eine Funktion, womit man das halt darstellen kann, wie die steuerliche Auswirkung ist, aber kann ich hier im Webinar leider nicht machen. Also das ist mit der Compliance von FX Flat, ist das so besprochen und da will ich mich jetzt auch nicht drüber hinwegsetzen. Und deswegen, da bitte ich um Verständnis, dass ich das hier nicht machen kann. Sonst sind die nämlich nachher böse mit mir und das mag ich nicht. Ja, aber wie gesagt, im Blog war es eigentlich ziemlich genau beschrieben, wie es halt machbar ist. Und auch, dass es keinen Support dafür gibt. Ne? So. Haben wir noch? Ey, das war's ja schon, oder wie? Ja. Ja, so kurze Schicht. Tschüss. Ja, also wenn ihr noch irgendwas habt. Herr Lutz, du hattest doch in der Gruppe gefragt, da hat es doch auch einer gezeigt, wie das geht. Da hat doch jemand einen Screenshot gepostet, hundertprozentig. Den habe ich doch selbst gesehen, habt ihr noch geliked? Weil für mich ist das klar, wenn ich sowas erkläre, denke ich immer, jo, ganz einfach, aber so als Programmierer ist man ja auch schon mal ein bisschen mit dem Brett vorm Kopf unterwegs, was andere Sichtweisen angeht. Von daher darf man mir das dann auch nicht übel nehmen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das halt. Okay. Ja, dann gucke ich nochmal. Also es ist ja noch jemand, der auch dann irgendwie schreibt, ging nicht. Ja, dann mache ich das vielleicht mal irgendwie da ein Video dazu oder nochmal eine genauere Beschreibung. Okay, jetzt kommen schon drei. Gut, ich gebe mich ja geschlagen. Das ist ja schon gut. Ich habe es verstanden. Also. Meine Ausführung war Banane. Okay, also habt ihr noch irgendwas? Dann haut es jetzt raus.
Ansonsten machen wir hier nämlich dann tatsächlich gleich den Deckel zu. Der Stefan, wo kann ich mir MetaTrader die 755, ich weiß gar nicht, wo sind wir überhaupt? Bin ich hier auch in der 755 runterladen? Ja, also das ist die 2755. Am besten einfach Mail an Support, entweder an mich oder an FX Flat oder an den Timo, weil es gibt vom Timo nämlich ein Tool, was die Version dann auch bei der 2755 dann auch hält. So, aber ich hoffe mal, dass sich die Probleme ja auch irgendwann mal erledigen. Aber leider hat der MetaQuotes bis jetzt nicht so viel Lust drauf und überlässt das uns. Ja. Also. Das ist sehr still heute. Das zeigt, ihr seid alle glücklich und zufrieden. Das finde ich gut. Gut, dann sage ich an der Stelle, ja, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Kurz und schmerzlos heute, darf aber auch mal sein. Und wir sehen uns morgen früh wieder, richtig? 8:45 Uhr, ne? Morgen früh schon. Live-Trading. FX Flat steht in meinem Kalender. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht. Echt nicht? Nee, ich Okay. glaube am 18. ist, also laut meinem Kalender ist am 18. das erste. Okay, weil ich habe den mich gerade irgendwie alle eingetragen. Aber gut. Also soweit ich Dann, das ja, dann sehe. gucke ich nachher echt nochmal. Also ich wäre jetzt echt morgen früh da gewesen, ne? Ja, der Nelson hat mir da halt keine Ahnung, wie viele Termine durchgeballert. Das kann Ja. man ja nicht mehr sagen. Also das waren ja irgendwie zig Termine. Ja. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass ich da einen an die falsche Stelle geschoben habe. Gut, Nein, wenn um eh Gottes keine, Willen. ja, keine Einladung, dann ist es wohl auch nicht. Ja. Alright. Gut, dann halt eben nicht. So. Wenn mich keiner sehen will morgen früh, komme ich halt auch nicht. Nein, Spaß. Okay, gut, dann sage ich Sehr. an der Stelle Dankeschön, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns dann am 18. Das ist dann wohl nächste Woche der Dienstag, würde ich mal behaupten. Yep, Und korrekt. freue ich mich auf jeden Fall bis dahin. Wünsche euch noch einen schönen Abend und natürlich dir auch, Florian. Und Ja, du hast dir ja dann auch. auch ein bisschen früher frei, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich frei habe. Hey, doch, ich gebe dir jetzt einfach frei. Kannst sagen, ich habe gesagt, dann geht das schon. Dann, ja. Okay, alles klar. Das notiere ich mir so. Okay, Raphael soll mich anrufen, wenn es nicht passt. Okay, alles klar. Alright, gut, dann schönen Abend euch in die Runde. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Super, danke dir, Dirk. Natürlich auch von meiner Seite, na, und natürlich von Seiten FX Flat. Vielen Dank, dass Sie da dabei waren, ein paar Fragen gestellt haben. Heute ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke, dass wir alle Fragen so gut wie es geht beantworten konnten. Und von daher wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und wie immer, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann hören wir uns zusammen mit Dirk nächste Woche Dienstag, 8:45 Uhr. Bis dahin.